Ja, meine verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier zu dem Vortrag Thermografie. Meine Aufgabe hier und heute ist es, Ihnen nicht zu erklären, wie Thermografie genau funktioniert, sondern Ziel der Veranstaltung ist, wenn Sie eine Thermografie bestellt haben und Sie kriegen das Ergebnis geliefert, was Sie dann damit eigentlich anfangen können, was eigentlich auch wirklich so drin stehen muss und worauf Sie dann eigentlich auch achten sollen. Wer bin ich? Jörn Ackermann, Schotzer Fegermeister und auch Heizungsbaumeister und wie so gut wie alle Schotzer Feger auch Gebäudeenergieberater. Also wir kennen uns in dem Thema Energie im Haus schon recht gut aus. Und man muss auch wissen, wir sind neutrale Partner, wir verkaufen Ihnen kein Fenster, wir verkaufen Ihnen auch keine Tür. Was wir machen können, ist mit Ihnen zusammen Ihre Situation betrachten, daraus Schlüsse ziehen und daraus können Sie dann für sich selber entscheiden, was will ich machen oder will ich gar nichts machen. Am Anfang noch kurz gesagt, wir werden also hier keinen physikalischen Vortrag machen, was alles da bedacht werden muss, wenn man Thermografie anfängt oder aufhört. Und wir sind auch keine Verbraucherzentrale, die jetzt hier da sind, um Rechnungen zu kontrollieren oder Fehler oder sonst was, sondern wir sind einfach nur da, Ihnen ganz genau zu sagen, Sie haben was bestellt, was müssen Sie kriegen. Mehr wollen wir einfach gar nicht denunzieren oder solche Dinge, das liegt uns also wirklich fern. Worum geht es jetzt hier also? Zunächst ganz kurz nur, was ist Thermografie und die Rentabilität davon? Für was kann man es eigentlich ganz genau ansetzen? Was können wir auch wirklich untersuchen? Und wie funktioniert so ein Gerät und was letztlich so bei so einer Thermografie stattfinden muss? Und dann letztendlich, was ist das Ergebnis dessen, was Sie kriegen müssen, nämlich das Ergebnis auch dieser Veranstaltung? Die Definition der Thermografie wird in den Lehrbüchern so beschrieben. Unter Thermografie ist die bildliche Temperaturdarstellung des zu messenden Bereiches unter Verwendung des Infrarotthermographen zu verstehen. Und jetzt wissen Sie im Grunde genommen alles. Ja? Und so ist es mir am Anfang auch gegangen. Jetzt weiß ich weniger wie vorher und ich habe echt ein bisschen Angst davor gekriegt. Aber wir sind trotzdem weitergegangen. Wofür kann man Thermografie einsetzen? Man kann es nicht immer und auch nicht für alles einsetzen. Man kann Fehler suchen. Man kann damit so ein bisschen gucken, kann ich irgendwo vorbeugend was instand setzen oder kann ich irgendwas Quellen finden, wo ich dann vorausschauend schon mal hinarbeite. Was man nicht kann, ist zum Beispiel Häuser vergleichen. Ich kann nicht sagen, Ihr Haus ist schlecht oder gut. Ja, oder Ihr Nachbarhaus im Vergleich zu Ihrem Haus ist schlecht oder gut. Das kann Thermografie nicht liefern. Thermografie kann gucken, ist da irgendwas oder könnte da was kommen oder sollten Sie was tun und zwar genau auf den einen Punkt bezogen. Der Vorteil der Thermografie im Gebäudebestand und auch im Neubaubereich ist folgender. 75% der Energie, die Sie in etwa aufwenden, brauchen Sie, um Heizenergie irgendwie ins Haus zu kriegen. Und ein Großteil davon kann natürlich verloren gehen. Und geht auch verloren, sonst bräuchten Sie ja nicht nachheizen. Ja? Über Wände, über Dächer, über Fenster, über Fußböden und. Und um jetzt zu gucken, ob da Schwachstellen vorhanden sind, vielleicht auch Fehler oder vielleicht bei einer Nachdämmung irgendwas nicht abbekommen hat, Schimmelecken, sogenannte, im Elektrobereich kann man gucken, was alles los ist. Und jetzt kann man gucken, das ist das, was man, wenn man so die gesamte Fachlektüre durchguckt, was kann man eigentlich damit machen. Man kann also Feuchtigkeit aufspüren, Rohrleitungen, Elektrokästen nachgucken. Rollenkästen findet man immer sehr, sehr gut. Wände kann man sehr schön sehen, Dachprobleme. Man kann gucken, Bauteilanschlüsse, die sogenannten Wärmebrücken, sind die richtig drin? Das sind alles Dinge, die man machen kann. Innenthermografie, Schimmelecken, kriege ich welche oder habe ich schon welche? Das kann man sehen. Alles sowas, Leckagen, Wasserflüsse, das kann man alles sehr gut bildlich darstellen. Wichtig ist, wenn jemand bei Ihnen kommt und eine Thermografie machen will, dann muss das Haus schon mal ein bisschen aufgeheizt sein. Es sollte so 20, 22 und es geht auch noch mehr Grad haben. Und draußen sollte es relativ kalt sein, damit wir eine große Temperaturdifferenz hinkriegen. Das gewährleistet uns, dass wir, wenn wir dieses Bild machen, auch ein besseres Farbspiel, ein genaueres hinkriegen können. Und je größer die Temperaturdifferenz ist, desto besser ist es. Das ist der Grund dafür, warum Gebäudethermografien nicht im Sommer gemacht werden. Weil da haben wir 20 Grad, im Haus ist 20 Grad, haben wir keine Temperaturunterschiede, können wir nicht darstellen. Zunächst einmal müssen wir sehen, dass wir also Temperaturunterschiede kriegen, Winterzeit.
Winterzeit. Und was wir nicht gebrauchen können, ist Gegenstrahlung. Wir machen eine Strahlungsmessung. Wenn wir nun also bei Sonnenschein, bei Tageslicht kommen, dann heizen sich die Außenbauteile auf. Und das dauert eine ganze Zeit, bis sie sich wieder abgekühlt haben. Das bedeutet, wenn wir also um 6 Uhr abends noch richtig Sonnenschein haben, was ja Januar, Februar durchaus mal vorkommt, und machen um 7 Uhr abends jetzt eine solche Fotografie, dann kriegen wir eine gelbe Wand, die wir dann sagen würden, die ist weg, die muss eigentlich weggekloppt werden, das ist falsch. Ich muss wissen, dass sie noch vollständig aufgeladen ist. Ich muss sehr viel später dahin gehen und dann ein Foto machen. Also das ist eine der großen Dinge, auf die Sie achten sollten, wenn jemand kommt. Selbe Problem haben wir auch mit Mond. Haben wir Vollmond, das ist eine Strahlung und durch diese Temperatur, die auf den langen Weg hin und her geht, kann es vorkommen, dass auf Ihrem Bild auf dem Dach auf einmal steht, hier ist minus 80 Grad. Dann sage ich Ihnen als erfahrener Fotografierer, Sie haben bei Vollmond fotografiert. Das kann nicht sein, minus 80 Grad auf dem Dach und unten ist nur minus 4, klappt nicht. Also das ist ein Messfehler. Auch da muss man dafür aufpassen. Der lässt sich nicht immer ganz verhindern. Was auch nicht sein darf, ich schalte nochmal zurück, was auch nicht sein darf, ist, dass wir Regen haben, weil wir müssen bei der Thermografie einen Strahl auf ein Bauteil senden, der kommt zurück und der wird durch Regen einerseits abgekühlt und verzögert. Das bedeutet, wir kriegen ein falsches Bild zu sehen. Dasselbe ist bei Schnee oder bei Nebel. Das heißt, es muss klar sein, kein Mond sein, bedeckt, klar, kalt. Das sind die Voraussetzungen, die wir brauchen. Haus wird aufgeheizt. Jetzt kommt das, was der wichtigste Punkt ist. Die vielen, vielen Messfehler und wie kommen sie eigentlich zustande? Das erste ist der sogenannte falsche Emissionsgrad. Das heißt so, wenn ich einen Strahl, einen solchen Laserstrahl zum Beispiel, auf ein Bauteil sende, dann kommt der zurück und das wird in Farbe umgesetzt. So war die Definition. Aber jedes Bauteil hat eine bestimmte Fähigkeit, den Strahl zu absorbieren. Das heißt, es dauert einen Moment, bis er wieder zurückkommt. Das muss ich der Kamera mitteilen, damit er das herausarbeiten kann. Habe ich jetzt Bauwerk, habe ich einen Emissionsgrad von 0,95. Sehr häufig sehen Sie jetzt Fotos, wo die Fenster oben mit meinen großen roten Streifen drin haben. Und häufig wird gesagt, nun ist das Fenster nicht mehr gut. Falsch. Da oben in diesem Fenster, hier sind auch Fensterbauer, gucken Sie sich das an, da ist immer so ein Alustreifen drin. Und dieser Alustreifen hat eine ganz andere Fähigkeit. Und müsste mit 0,25 dann eingegeben werden. Er wird also falsch dargestellt. Das heißt, das ist kein Fehler des Fensters, sondern ein Messfehler des Thermografen. Den kann er nicht abschalten, weil die Kamera nicht zwei Messbereiche machen kann und nicht von sich aus unterscheiden kann, Metall oder Bauwerk. Wenn man so Metallvorbauteile hat, klebt man als Thermograf Isolierband drauf, hat zufällig auch 0,95 und kann jetzt sagen, die Temperatur geht da durch, ist sehr dünn. Hier habe ich jetzt einen reellen, anständigen Messwert gefunden. So sieht es aus und das kann Ihr Bauteil. Hier sind, halt, wir sind nochmal zurück. Stauwärme müssen wir doch gucken. Wenn Sie sehen, dass unter Ihrer Traufe mit Mal, dass so langsam grün oder gelb wird, wird häufig gesagt, da ist keine Dämmung hingekommen. Falsch. Die Kamera ist hochsensibel. Kleinste Temperaturbereiche werden aufgenommen. Das bedeutet, wenn was rausgeht, steigt es erst nach oben und bleibt unter der Traufe hängen. Und das ist jetzt die Erwärmung unter der Traufe. Und das heißt jetzt, es ist ein Messfehler, der nicht zu verhindern ist, weil die Physik und die Natur so funktioniert und nicht anders. Dann haben wir die ungünstige Wetterlage, habe ich Ihnen schon gesagt. Und was wir haben, ist dieses hier. Auf jedem Bild, zeige ich Ihnen gleich auch noch, muss so eine Temperaturskala sein, damit Sie dann auch einwerten können, was habe ich da. Und wenn ich diese Skala schlichtweg falsch einstelle, dann kriegen Sie ganz andere Bilder zu sehen. Und das könnte dann so gemacht werden, dass Ihr Haus doch viel schlechter ist, aussieht, als es in Wirklichkeit ist. Hier können Sie mal ein paar Bilder sehen, die ich mitgebracht habe. Keine Temperaturskala, nicht zu gebrauchen. Aber was ich Ihnen zeigen will, ist, was passieren kann. Ein Kunde hat eine neue Gaube eingebaut und in eBay drei Fenster ersteigert. Dieses, dieses und dieses. Hat die dann eingebaut und hat gesagt, nun ist alles in Ordnung und meine Bude da oben nicht warm, wird sogar nass. Problem war, er hat Fenster bestellt, wo die Begasung, die da innen drin ist, schon entwichen war. Da und da, da nicht. Das ist jetzt ein falscher Temperaturbereich, wir mussten sehen, was los ist.
Das heißt also, sehr vorsichtig, wenn Sie da kaufen und mit Garantien arbeiten und, und. Das kann also man mit bloßen Augen nicht sehen. Man kann es auch nicht messen. Ich kenne also kein Messverfahren, um zu prüfen, ob da innen drin zwischen den beiden oder den drei Scheiben noch alles in Ordnung ist. Hier haben wir das typische Fenster, was ich Ihnen vorhin erklärt habe. Ganz bisschen der rote Streifen, hier ein bisschen mehr. Und hier kann man tatsächlich hier an der Seite eine Undichtigkeit erkennen. Aber nur an der Seite, nicht da oben. Da ist das in Ordnung. Hier ist die Gummierung nicht in Ordnung. Die sind zwischen bei den Leuten repariert. Da oben ist dieser Messfehler. Da ist dieses Aluband, was falsch dargestellt wird. Hier haben wir ein Haus. Dach neu saniert. Letztes Jahr im Herbst. Die Fotos habe ich gemacht im Januar. Und was ist jetzt passiert? Nagelneues Dach, 25.000 Euro auf dem Kopf. Und nun haben wir sowas. Hier guckt das Heizungsrohr raus. Und hier ist alles nicht in Ordnung. Was war passiert? Der Überströmventil von dieser Heizung hat angeschlagen, war kaputt und hat jetzt mit großem Druck Wasser in die Dämmung gedrückt. Da oben rein, durch die Riegelsplatte durch und durch die Nässe ist die gesamte Dämmung nach unten weggeschoben. Jetzt haben Sie Probleme. Dämmung ist weg, Feuchte ist da, Schimmel könnte kommen. Selbe Haus an dem Gaubeneingang, hier die typische Wärmebrücke. Jetzt wollte ich Ihnen nur zeigen, die Kamera ist eine schon gute Kamera, aber wenn man es ganz genau anguckt, kann ich gar nicht so richtig erkennen, was Sache ist. Das heißt, die Auflösung der Kamera ist das A und O bei einem Bild. Das, was ich damit sehen muss, reicht mir. Da oben ist eine Wärmebrücke. Bin ich aber im Elektrobereich, kann ich mit so einer schlechten Auflösung nicht mehr arbeiten. Funktioniert nicht. Was muss man jetzt sehen? Hier können Sie es nochmal in klein sehen, hier nochmal umgedreht, damit man es besser erkennen kann. Das ist der Anschluss von all den Kanthölzern, die da hin müssen. Und es ist vergessen worden, auf der Außenseite eine Dämmung mit hinzulegen. Kurz ein bisschen Dämmwolle. Jetzt passiert ja Folgendes, hier wird nicht viel Energie weggehen. Aber hier ist eine sogenannte Wärmebrücke. Eine Kältebrücke gibt es nicht, also eine Wärmebrücke. Und diese Wärmebrücke, die hier jetzt ist, könnte, weil das hier ja Wohnraum ist, hier unten drunter, tatsächlich zu Schimmel führen. Jetzt gucken wir mal hier. Hier ist der Bereich mit Stauwärme. Hier sehen Sie schon, wird alles so langsam schon so ein bisschen grün. Das Dach guckt so ein ganzes Ende hier rüber. Sehen Sie das? Und diese ganze Stauwärme drunter und nochmal zurück, die steht hier immer. So wie so ein Schutzpanzer davor. Deswegen ist das hier leicht erhellt. Das Einzige, was man hier erkennen kann, sieht vielleicht schon gar nicht mehr. Ich weiß es, da unten ist die Tür undicht. Und was man sehen kann, es ist ein älteres Gebäude. Die Bauteilanschlüsse sind also auch schon 80 Jahre alt. Aber wie will man eine Bodenplatte da rausreißen, wie will man das machen, da kommt man nicht so ganz richtig bei. Jetzt ein ganz schönes Bild, also ist das Haus immer noch das gleiche Haus, hier sehen Sie dieses Problem noch. Jetzt haben wir hier die Frontseite, die Straßenseite und hier haben wir ein paar Fenster. 1, 2, 3, 4. Und jetzt die Frage, was ist mit diesen Fenstern hier los? Hier stimmt ja was nicht. Also hier ist es so, diese beiden Fenster sind die Rollläden runter. Ja? Bei diesem Fenster sind sie nicht runter. Und hier ist gar kein Fenster, das ist zugemauert worden, aber man kann die Stürze und die Betoneinfassung alle noch genau sehen. Und das ist dann vorausschauend. Also hier ist irgendwo was, wenn ich auf der Rückseite jetzt Schimmelprobleme kriege, sage ich, da ist ein kaltes Bauteil, das müssen wir irgendwie nochmal in Angriff nehmen. Das können Sie aber, wenn Sie das gekauft haben, möglicherweise gar nicht wissen, woher. Ja, solche Dinge. Hier dasselbe Haus, da ist die Heizkörpernische weggemacht worden und ein neuer Heizkörper vorgehängt worden. Und von außen, wir stehen außen, können wir immer noch die Heizkörperrippen sehen. Was hat der Junge jetzt falsch gemacht? Er hat einfach die Nische weggemacht und hat da Klinkersteine reingemacht, statt irgendeine Dämmung da reinzumachen. Ja? Das heißt also, die Klinkersteine hätte er sich fast sparen können und hätte die Nische sitzen lassen können. Die Arbeit hätte er sich sparen können. Hier gehört was anderes rein, ein anderer Baustoff mit Dämmung, irgendwie sowas. Ja? Hier können Sie aber an den Bildern schön sehen, erstens, das ist der Kamerahersteller, der sollte auf Ihrem Bericht immer draufstehen. Draufstehen sollte, bei was für einer Wetterlage habe ich denn hier fotografiert. Sie können nicht erkennen, ob das hier jetzt schneit, regnet oder Nebel ist, das können Sie nicht sehen. Ja? Draufstehen muss, wann habe ich es denn gemacht? Ja? 20.01.2011, 21.37 Uhr. Und draufstehen muss, welchen Emissionsgrad habe ich genommen, damit ich die Fehlerquellen erkennen kann. Wenn Sie nämlich jetzt einem anderen Handwerker, einem Dämmer, sowas in die Hand geben, dann ist er schon in der Lage zu erkennen, was Sache ist. Wenn ich aber alles lauter voll Fehler habe, dann muss er ja davon ausgehen, dass es richtig ist. Und der Fehler wird in seiner Arbeit, vielleicht auch beim Fensterbauer, einfach fortgeführt. Und deswegen braucht er diese Angaben und die gehören auch in einen Bericht rein, den Sie dann erhalten sollten.
Wo haben wir Sie jetzt darauf hingewiesen? Einmal haben wir ganz kurz gesagt, was ist es, das ganze Thermografie? Es ist kein Foto, es sind Strahlen hin und zurück und wird in Farbe umgesetzt. Was haben wir Ihnen noch gesagt? Wir haben Messbeispiele gezeigt, wir haben Messfehler gezeigt und als letztes, gerade eben, sind wir auf die Struktur eingegangen. Das bedeutet, ein Bericht muss also diese technischen Angaben haben. Es muss drinnen stehen, welchen Auftrag Sie dann erteilt haben. Dieser Kunde hat gerade gesagt, guck mal mein Dach nach. Ich habe mich um die Wand nicht weiter gekümmert, nur um den Heizkörper, um mal ein bisschen zu gucken, ein paar Fotos zu haben. Das muss schon mal drinnen stehen. Wenn jetzt jemand anders kommt, ein Fensterbauer, dann muss ich schon mal ein bisschen ein paar Teile anders einstellen und mal anders fotografieren. Das muss rein. Rein gehört auch ganz genau, was für Wetterlagen wir hatten, was für eine Kamera, was für Umstände wir hatten und am Ende auch ein Fazit. Es sollte auch stehen, was denn das alles zu bedeuten. Das hilft Ihnen nichts, wenn Sie 5 Fotos haben, sondern muss auch schon mal draufstehen, ich meine, dass das oder das gut oder schlecht ist und vielleicht sollten Sie das ranmachen. Ich kann nicht bei Ihnen sanieren. Sie sollten grundsätzlich dann einen Fachhandwerker herholen und sagen, das hat der Kollege festgestellt, überprüft das bitte mal. Das kann ich nicht und die Aussage ist es auch dann nicht wert. Es ist keine Gutachteraussage, sondern eben auch nur eine subjektive Bewertung eines Thermografen, der vielleicht nicht ganz so dumm ist, aber eben auch kein Gutachter ist. Da gehört der Fachhandwerker hinterher hin. Wenn Sie Fragen haben, gerne. Ich bin auch nachher noch am Stand. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Tschüss.